So Leute, wer sich wundert, wieso sein Motor nicht fertig wird in der Bearbeitung, der muss bedenken, ich komme hier gerade nicht mehr hin und her. Deswegen baue ich gerade um. Hier liegen zum Beispiel so ein paar Kundenmotoren. Und hier hinter der Wand, da versuche ich den neuen Motorenbau zu bauen. Da haben wir jetzt angefangen zu sortieren, das Regal abzuräumen. Ein paar Motoren fliegen hier rum. Da sind noch ein paar Motoren. Da sind noch ein paar Motoren. Hier ist mein TT. Ja, und hier der Bereich ab ungefähr hier wird der neue Motorenbau. Hier ziehe ich Wände rein, mache ein paar schöne Lampen unter der Decke und dann habe ich hier einen schönen Raum, wo ich nur die Motoren schrauben kann. Ja, und ich werde noch so 2-3 Tage hier zugange sein und dann kann ich mich wieder um eure Motoren kümmern.